Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Tutorial und heute geht's zum Merkur. Dort haben wir zwei Achievements, die wir erreichen müssen. Einmal den niedrigen Merkur-Orbit und einmal die Landung. Und damit haben wir auch den letzten Gesteinsplaneten, den letzten inneren Planet. Danach bleibt nur noch Jupiter und seine Monde übrig. Und wie immer, wir bauen eine kleine, große Rakete. Und scheinbar muss ich erstmal den Bauplan an. Nämlich da. Bauplan. Genau. Und ihr seht, das ist der kleine Bauplan. Also wir machen das wie immer ohne irgendwelche Expansion. Und wir beginnen mit einem Fallschirm, einer Kapsel und einem Hitzeschild. Das kommt zurück zur Erde, alles andere nicht. Dann kommt ein Separator dahin, ein 20 Tonnen Treibstofftank, ein Kolibri-Triebwerk und mit Symmetrie zwei RCS-Düsen. Darunter kommt dann ein Separator und ein 20 Tonnen Treibstofftank, Reliant-Triebwerk und wieder mit Symmetrie zwei Landebeine. Und zwei seitliche Separatoren. Dann packen wir hier daneben nochmal zwei Velein-Triebwerke hin. Beide mit 20 Tonnen und 10 Tonnen Treibstoff. Und dann zwei aerodynamische Spitzen darüber. Dann kommt hier drunter ein Separator. Wir packen einen 10 Tonnen Treibstofftank hin. Zwei 5 Tonnen Treibstofftanks. Und zwei 20 Tonnen Treibstofftanks. Da packen wir dann drei Velein-Triebwerke drunter. Und in der Aerodynamik holen wir uns dann diese seitlichen Spitzen, könnte man sagen. Dann hoch zwei Separatoren. Und dann zwei 20 Tonnen Treibstofftanks und ein Falkentriebwerk. Das schalten wir auch gleich mal an. Und das kopieren wir dann ein paar Mal hier rüber. Und noch ein letztes Mal, so dass wir 7 Stück haben und alle angeschaltet sind. Wir markieren dann die äußeren 4 jeweils, kopieren sie, packen sie einmal oben drauf. Und dann mit Symmetrie packen wir nochmal 5 Tonnen drauf und die aerodynamischen Spitzen, genau so. Dann können wir die da alle entfernen und eine Sache fast vergessen, hier machen wir die Separationskraft auf 0 kN, das heißt, wenn wir es separieren, dass die dann gar nicht so weit voneinander wegfliegen. Den Grund dafür zeige ich euch später, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären. Jedenfalls machen wir jetzt hier die Stufen, da kommen die beiden Separatoren und die drei Triebwerke rein, dann den mittleren Separator und die beiden äußeren Triebwerke, die seitlichen Separatoren, das Triebwerk hier und die Landebeine, nochmal die Landebeine, wenn wir losfliegen, Separator-Triebwerk und Separator-Fallschirm. Damit haben wir die Rakete fertig und ein Link dazu ist in der Videobeschreibung und dann fliegen wir jetzt mal los. Da haben wir die Rakete, wir erhöhen den Schub und starten die Triebwerke. Und wie immer folgen der Winkelanzeige oben links, bis wir entweder eine Apoapsis von 32 km haben oder wir keinen Treibstoff mehr haben. Haben wir die 32 Kilometer. Wir drehen uns jetzt mal ein bisschen nach rechts. Wir haben noch 13%. Das ist perfekt. Und dann beschleunigen wir die Zeit, bis wir außerhalb der Atmosphäre sind.
fokussieren wir die Rakete und erhöhen wieder den Schub. So, wir haben keinen Treibstoff mehr, also die nächste Stufe. Da drehen wir ein bisschen nach links, weil die Apoapsis schon auf uns zukommt. Dann können wir auch wieder ein bisschen nach rechts drehen. Und da haben wir gleich die benötigte Geschwindigkeit, 1670 Meter pro Sekunde. Machen wir das noch ein bisschen weiter. Es war ein bisschen niedrig. Aber das ist ganz gut. Also speichern wir das einmal ab. Und dann fliegen wir tatsächlich zur Venus. Wir werden nämlich zwei Flybys machen. Und dann empfehle ich euch, einmal in die Einstellung zu gehen. Und hier diese Einstellung, Orbit Line Count, auf 4 zu setzen. Das wird nämlich dann ganz nützlich. Es kommt aber gleich erst. Zuerst brauchen wir eine Begegnung mit der Venus. Die haben wir hier. Und wir haben 71%, das ist gut. Ihr solltet schon mindestens 70% haben, sonst solltet ihr den Orbit erneut versuchen. Und noch ein bisschen weiter. Dann drehen wir uns noch ein bisschen, starten die Triebwerke. Da haben wir unsere Bahn, gleich haben wir die Begegnung. Da haben wir die Begegnung. Jetzt seht ihr hier, dass da irgendwie mehrere Bahnen sind. Das ist an sich so richtig, denn das macht nämlich die Einstellung, die erhöht die Anzahl an Bahnen, die angezeigt werden. Wir haben also jetzt eine Begegnung. Ich glaube, ich schalte das nochmal kurz aus, damit ich euch erklären kann. Also, wir haben hier die Periapsis. Wenn die Periapsis sichtbar ist, müsst ihr bei der Venus links vorbeifliegen. Also genau andersrum, so rum. Wenn die Periapsis nicht sichtbar ist, also bei mir ist sie sichtbar, wenn sie bei euch nicht sichtbar ist, dann müsst ihr rechts entlang fliegen. Okay? Dann erhöhen wir die Anzahl Linien wieder auf 4. So. Damit sehen wir nämlich auch die Bahn, die wir danach einnehmen werden. Und die wollen wir jetzt noch ein bisschen verändern. Nämlich, ihr seht ja hier, die Periapsis und hier die Apoapsis, die werden wir danach haben. Und die sollten beide etwa den gleichen Abstand zur Venus haben. Wenn das der Fall ist, dann kriegen wir eine zweite Begegnung. Da seht ihr das. Also, das war ganz kurz zu sehen. Jedenfalls wollen wir direkt danach eine zweite Begegnung bekommen, damit wir noch weiter, noch näher an den Merkur rankommen. Aber jetzt machen wir erstmal das erste Flyby, indem wir hier bei der Venus kurz nach dem Eintritt in den Einflussbereich die Zeit beschleunigen. Und zwischendurch einmal speichern. Und es hat irgendwie die Zeitbeschleunigung gestoppt, aber nicht weiter schlimm. Dann machen wir das erstmal bis hier. Und jetzt verändern wir unsere Bahn. Ihr seht, wir haben hier eine Begegnung. Und die wollen wir tatsächlich in die Venus reinführen lassen. Genau so. Denn wir wollen jetzt hier diese Stufe quasi in die Venus reinschmeißen. Und wir brauchen die nicht mehr. So, jetzt überall Treibstoff voll. Deshalb ist hier auch die Separationskraft auf 0 gesetzt, damit es die Bahn nicht mehr verändert. Dann schauen wir mal. Ja,
Wir machen das erstmal so, damit wir möglichst dicht an den Merkur rankommen, nach der zweiten Begegnung. Und ich glaube, das ist auch so nah, wie es eigentlich nur geht. Ein bisschen geht es vielleicht noch, also wenn wir jetzt hier ein bisschen was machen, aber viel näher auch nicht. Und dann, die Stufe sollte eigentlich in die Venus reinkrachen. Hat sie auch eigentlich, aber ein bisschen geglitscht. Und dann, ja, löschen wir das einfach mal. Dann beschleunigen wir die Zeit bis zur Apoapsis. Dann drehen wir uns nach links und bringen uns unsere Periapsis ein bisschen niedriger. So nah, dass wir quasi eine Überlappung haben mit der Merkurbahn. Und zwar in etwa so. Und dann warten wir auf das Transferfenster, dass es uns einholt. 400 Meter pro Sekunde ist mir zu viel. Genau so, das ist eine sehr schöne Zahl. Vor allem ist sie auch negativ, das ist ziemlich wichtig zu beachten. So entfernen wir quasi vorher schon Geschwindigkeit. Dann starten wir mal die Triebwerke und bringen uns auf eine Begegnung. So, 0,543210. War schon ein bisschen zu viel. Ihr seht, wir bekommen jetzt hier nicht wirklich eine Begegnung. Ist aber nicht weiter schlimm, das ist mir schon mehrmals aufgefallen bei Merkur, dass wir keine Begegnung bekommen, obwohl wir eigentlich alles richtig gemacht haben. Aber wir verändern einfach unseren Kurs, so dass bei 0,0 Meter pro Sekunde bleibt. Und dann sollten wir auch bald eine Begegnung bekommen. So, vielleicht noch ein bisschen weiter. Und das dauert hier ein bisschen außergewöhnlich lange. Jetzt aber, jetzt haben wir die Begegnung. Und die führt durch den Merkur durch, das wollen wir natürlich nicht. Sondern eben sehr dicht dran vorbei. Und zwar etwa so 2,5 Kilometer. Tiefer geht's nicht, weil wir sonst keinen niedrigen Merkurorbit erreichen. Aber auch nicht sehr viel höher. Sonst verschwenden wir quasi Treibstoff. Und damit fliegen wir jetzt zum Merkur. Da haben wir den Merkur. Wir gehen mal deutlich näher ran. Und noch ein bisschen näher. Und dann speichern wir einfach nochmal ab. Dann schalten wir mal die RCS-Düsen aus, drehen uns ein bisschen und dann schalten wir die Triebwerke an, erhöhen den Schub und versuchen mal so, dass die Periapsis möglichst gleich hoch bleibt und auf jeden Fall über 2,5 Kilometer bestehen bleibt. Und dann haben wir gleich einen niedrigen Orbit. Wir müssen halt darauf achten, dass das hier immer noch hoch genug ist. Deshalb beschleunigen wir einfach mal die Zeit und machen das Ganze nochmal. Also wieder dieselbe Richtung, bis wir einen wirklich
winzigen Orbit haben. Und das sollte genügen. Speichern wir einfach mal ab. Dann werden wir jetzt landen. Ich werde auf Caloris Planitia landen. Man kann genauso gut auf Borealis Planitia landen. Relativ egal. Jedenfalls sind an beiden Orten sehr flache Stellen, wo man landen kann. Daher würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Ich beginne mit dem Schub direkt hier an dieser Ecke quasi. Und dann lassen wir erstmal die Booster den Treibstoff leer werden lassen. Keine Ahnung. Machen wir noch ein bisschen weiter, damit wir nicht auf dem Berg da in der Mitte landen. Denn wir haben hier so eine riesige flache Fläche. Es wäre dumm, dann ausgerechnet auf dem Berg zu landen. Mal ein bisschen die Zeit beschleunigen. Dann starten wir unseren Landeanflug. Da haben wir den Merkur. Vielleicht sollte man das nicht unbedingt mit dreifacher Zeitbeschleunigung machen. Mache ich aber gerade. So, wir haben noch eine sehr hohe horizontale Geschwindigkeit. Jetzt sind wir fast gerade. Und da kommen wir zur Landung. Klonk. Es war jetzt keine saubere Landung, aber das geht schon. Wir wackeln ein paar Mal hin und her. Da sind wir gelandet. Und da haben wir auch irgendwie diesen gigantischen Berg einfach. Und da haben wir Merkur. Ist jetzt keine besondere Textur oder so. Aber ganz in Ordnung, würde ich sagen. So, wir haben noch 58%. Das ist ganz gut. Und wir speichern das einfach mal ab als Landung, damit ich später Bilder davon machen kann. So, wir starten. Und dann ziehen wir die Landebeine ein. So, wir machen das wieder bis kurz nach 2,5 Kilometern. Machen wir mal 3 Kilometer. Dann drehen wir uns horizontal. Und dann starten wir wieder das Triebwerk. Der Punkt kommt wieder auf uns zu. Wieder nach links drehen. So, ein bisschen mehr nach links. Wieder ein bisschen nach rechts. Immer ein bisschen variieren. Da haben wir den Merkur-Orbit. Ah, noch nicht ganz. Ich würde schon einen sehr elliptischen gerne haben. Einen sehr kreisrunden haben. Das funktioniert. Das speichern wir auch mal wieder ab. Und dann machen wir dasselbe wieder. Wir fliegen zur Venus. Dafür reisen wir erstmal wieder in die Zukunft. Komm schon. Ah, jetzt haben wir es wieder verpasst. Also, ja. Es soll mal langsam was werden. Und da haben wir es. Perfekt. Und wie davor gibt es jetzt wieder zwei verschiedene Fälle. Wieder mit Apoapsis, diesmal statt Periapsis. Wir starten auch wieder kurz vorher. Etwa hier. Dann beschleunigen wir das Ganze. Und wir haben keinen Treibstoff mehr. Das heißt, ein bisschen Weltraummüll werden wir noch haben. Ein bisschen Weltraummüll wird hier herumfliegen.
im All, in einem niedrigen Orbit um die Sonne. Aber das werden wir später einfach entfernen. Jetzt brauchen wir erstmal eine Begegnung mit der Venus. Da haben wir es. Eine Begegnung mit der Venus. Wir haben eine Apoapsis, also nach links. Wir müssen links vorbeifliegen. Und zwar genau so rum. Das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Wir machen das wieder. Ja, das war ein bisschen viel. Wir machen das wieder so, dass wir. Ja, wobei, wir können eigentlich direkt einen Flug zur Erde nehmen. Ihr seht hier, die Apoapsis geht bis zur Erde. Ist perfekt. Dann erstellen wir ein Quicksave. So, und dann schauen wir. Oh, ja, okay. Es wird wohl nichts. So. Wir müssen wahrscheinlich ein zweites Mal dran vorbeifliegen. Also ein zweites Flyby machen. Das will gerade nicht. Also es zappelt sehr stark hin und her. Machen wir es erstmal so. Und dann gehen wir, keine Ahnung, bis dahin. Halt eben ein bisschen weiter. Und dann verändern wir unsere Bahn noch ein bisschen etwa. Okay, beschleunigen wir einfach mal die Zeit. Wir haben es jetzt etwa. Machen wir es bis zur Venus. Genau. Und dann verändern wir das mal noch ein bisschen. Da haben wir es. Das sieht sogar perfekt aus. Ihr seht hier, die Apoapsis geht sogar über die Bahn der Erde hinaus. Dann speichern wir mal. So, und dann nochmal nachschauen. Ja, das wird kein Problem sein. Und das etwa genau auf die Erdbahn. Also quasi perfekt. Dann beschleunigen wir wieder die Zeit bis zur zweiten Begegnung. Und damit haben wir jetzt quasi das vierte Flyby an der Venus gemacht. Und jetzt sind wir auf dem Weg zur Erde. Zur 324,25, das ist mir ein bisschen zu viel. Oh, das ist sehr schön. Minus 11,1. Und naja, war aber auch noch eine Menge Treibstoff, also da hätten wir auch irgendwas genommen, was auch über 100 gegangen wäre oder so. So, und dann bringen wir das mal ein bisschen näher. Auch nicht so nah. Sollte schon ziemlich nah sein. Da könnten wir eine Begegnung mit dem Mond bekommen. Brauchen wir aber nicht unbedingt. Beschleunigen wir einfach mal bis zur Erde. Und da haben wir die Erde. Sehr schön. So, 15 Kilometer. Perfekt. Das ist sehr schön. 37%, das ist eine ganze Menge. Man könnte schon fast sagen, die Mission war erfolgreich. Jetzt fehlt nur noch der letzte Teil, nämlich der Wiedereintritt. Dann drehen wir uns, damit wir da nicht reinkrachen. Dann letzte Stufe. Wir drehen uns ganz schnell und dann haben wir ein bisschen Feuerwerk, wie in jeder Folge.
Und tschüss. Dann beschleunigen wir die Zeit. Der Hitzeschild wird ziemlich heiß. 3300, 3400, 3500. 3619 Grad Celsius. Ist eine ganze Menge, aber gerade mal über die Hälfte von dem, was maximal möglich ist. Und damit werden wir ziemlich garantiert zurück auf der Erde landen. Wir sind jetzt bei 3 Kilometern. Nicht mehr lange, dann öffnen wir die Fallschirme oder den einzelnen. Zwar machen wir das einfach mal jetzt bei 1 Kilometer. Und dann ein bisschen später bei, keine Ahnung, 700 Metern machen wir den Hitzeschild ab. Und dann beschleunigen wir die Zeit, bis wir auf der Erde landen. Und klonk. Da ist der Hitzeschild kaputt gegangen. Wir werden es nicht. Wir werden ganz sicher auf der Erde landen. Tada, da haben wir es geschafft. Einsammeln. Und da haben wir die Erfolge. Ihr seht, zweimal sind wir an der Venus vorher vorbeigeflogen. Dann sind wir in den Einflussbereich von Merkur eingetreten, haben den niedrigen Merkurorbit erreicht, sind gelandet. Nochmal niedriger Merkurorbit, sind dem Einflussbereich entkommen. Nochmal zwei Venus-Flybys zurück zur Erde, 3619 Grad Celsius und wir sind sicher gelandet. So, damit gehen wir zum Weltraumzentrum. Da haben wir die beiden Achievements für den Merkur. Damit bleiben Jupiter und seine Monde. Aber ich glaube, das wird nichts. Also ohne Expansion. Ich glaube, da braucht man einfach die Teilexpansion und vor allem natürlich auch die Planetenexpansion. Mit dem bekommt man den Jupiter ja gerade erst. Ich habe schon mehrmals ausprobiert, zum Jupiter ohne Expansion. Sehr schwierig. Daher dann wahrscheinlich mit. Ansonsten war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.